Hier ist für uns aus Bayreuth Jessica Plass. Applaus bitte für Jessica Plass. Guten Abend. Also, als ich heute zum ersten Mal gesehen habe, wer alles dabei ist, dachte ich mir, oh wow, was für eine Ehre, dass ich auch auftreten darf. Aber dann dachte ich mir, ach verdammt, Jessie, da siehst du wirklich richtig alt aus. Also, falls euch mein Text im Vergleich zu den anderen nicht so gut gefällt, dann bitte nicht mit faulen Eiern bewerfen, weil ich bin nämlich Veganer und Lesbe. Also Eier sind gar nichts für mich. Ja, also das führt mich auch mehr oder weniger zu meinem Thema. Es geht allgemein um Klischees, aber vor allem um Geschlechterklischees. Der Text heißt Blau-Rosa-Diktatur. Ich plane einen Putsch gegen die Blau-Rosa-Diktatur und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Es fängt bereits mit der Geburt an. Hautfarbene, schrumpelige, schreiende Geschöpfe, denen nach Verlassen des Mutterleibs sofort ein Etikett in Form eines Kleidungsstücks oder einer Decke aufgeklebt wird. Rosa für Mädchen, blau für Jungs. Wird dieser zwingende Farbcode nicht beachtet, so hat dies verheerende Auswirkungen auf die Zukunft des Kindes. In rosa Deckchen gewickelte männliche Babys werden später mit Glitzer-High Heels und einem heißeren Hüftschwung als dem von Shakira die Gegend unsicher machen. Oder noch schlimmer: Sie würden davon schwul werden. Nein, ein echter Mann trägt blau. Als Erdenbürger wird einem keine Minute Zeit eingeräumt, bevor man in die erste Schublade verfrachtet wird. Dort bleibt man, bis man das Rückfahrticket ins Jenseits einlöst und in blau oder rosa gehüllt über den Jordan geht. Es scheint mir, als könne man sich in dieser Gesellschaft keinen Schritt bewegen, ohne über eine Schublade zu stolpern. Sie liegen überall am Boden verstreut. Ein guter, robuster IKEA-Schrank mit nur ein paar Schubladen hätte für die ganze Welt gereicht. So für die richtigen Hardcore-Klischees, die wirklich immer zutreffen. Zum Beispiel, dass Bayern den ganzen Tag Bier trinkend in Dirndl und Lederhosen durch die Gegend stolzieren. Seht mich an. Traut euch doch, auch euren Sohn einmal in einen rosafarbenen Strampelanzug zu gewanden und mit dem Kinderwagen durch die Innenstadt zu flanieren. Wenn euch die erste fremde Person anspricht mit: Oh, das Näschen hat sie aber eindeutig von der Mama, antwortet ihr mit vor Stolz geschwellter Brust: In der Tat, der kleine Horst Benedikt kommt ganz nach der Mama. Aber dann rennt schnell weg, bis euch die Füße bluten, weil sie euch mit Fackeln und Mistgabeln verfolgen und erst aufgeben werden, wenn sie euch auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Die Blau-Rosa-Diktatur muss gestürzt werden. Als mein Bruder jünger war, probierte er oft meine Stöckelschuhe an und humpelte damit aus Spaß durch die Wohnung. Mein anderer Bruder hatte eine Phase, in der er sich geschminkt hat. Aus ihnen sind trotzdem keine Drag Queens geworden. Sie sind richtige Männer, wie SpongeBob und Patrick. Jeder Mensch sollte doch so sein können, wie er ist und seine Vorlieben ausleben. Okay, das gilt natürlich nicht für Massenmörder. Aber solange man die Rechte anderer nicht verletzt, besteht die Welt nicht nur aus rosa und blau, sondern sie ist bunt. Warum dürfen sich Frauen nicht auch einmal lässiger kleiden, ohne sofort für ihren schlechten Look kritisiert zu werden? Warum ist es in der Gesellschaft nicht anerkannt, dass Männer Röcke tragen? Am besten in Neonpink. Mit Herzchen drauf. Alle Männer, die heute Abend einen Rock tragen, stehen bitte auf. Okay, ich sehe euch zwar nicht, aber ich kann euch hören. Steht niemand auf? Nicht mal ein Schotte anwesend? Meine Intention ist es nicht, Leute wie Mario Barth, die mit Geschlechterklischees Geld verdienen, zu Hartz-IV-Empfängern zu machen. Ich will mich auch nicht zu einer Maria ohne Bart aufschwingen, die all seine Thesen ins Gegenteil umkehrt. Ich frage mich nur, warum Farben und Verhaltensweisen das Geschlecht bestimmen sollen. Die Natur war schlau genug, uns Geschlechtsteile zu geben, an denen wir eindeutig erkennen können, was wir sind. Egal, ob wir eine Minute im Bad brauchen oder 5 Stunden, einen Reifen wechseln können oder nicht. Letzteres haben meine Mutter und ich
nach mehreren Reifenpannen schon öfter selbst erledigt. Und liebe Damen im Publikum, uns ist davon bis heute kein Penis gewachsen. Ich schwöre. Wäre zwar praktisch gewesen, weil ich des Winters schon immer mal meinen Namen in den Schnee pinkeln wollte, aber egal. Wir alle sind Menschen. Frau, Mann oder Manuel Neuer. Die blau-rosa Diktatur muss gestürzt werden. Als ich mich mit einem Bekannten einer Freundin unterhalten habe und er im Gespräch erfahren hat, dass ich Veganer und Lesbe zugleich bin, meinte er, er würde nicht mehr mit mir reden wollen. Denn diese beiden Gruppen seien isoliert betrachtet schon schlimm genug, aber in Kombination das Grauen und ständig nur beleidigt. Ich habe mich gefühlt wie der Koch hinter Schinken der Menschheit, weil mein Charakter von ihm aus billigen Klischees zusammengesetzt wurde. Danach war ich so beleidigt und aggressiv, dass ich ihn mit meiner Regenbogenfahne aufgespießt habe. Die habe ich nämlich immer dabei, weil man mir nicht ansieht, dass ich eine Lesbe bin. Ich habe vor meinem inneren Auge schon gesehen, wie in Videospielen nicht mehr Bowser oder Ganondorf als Bösewichte besiegt werden müssen. Nein, die Kinder der Zukunft werden beleidigte Veganer-Lesben virtuell zur Strecke bringen. Ich könnte stundenlang über dieses Thema diskutieren und erzählen, was ich fühle. Wahrscheinlich bin ich zu emotional und rede so viel, weil ich eine Frau bin. Aber ich musste das in 7 Minuten über die Bühne bringen, beziehungsweise eher auf. Senffarben, Kupfer, Lampenschwarz, Aprikot, Telekom, Magenta, Fuchsia, Lavendel, Taub, Creme, Koralle, Ocker, Bordeaux, Sonnengelb, Lama, Haarbraun, gebrannte Umbra, Lapis, Lazuli, Blau, Goldmetallic, alter Eselgrau, Pfirsichblüte, Mahagoni, Elfenbein. Jede Farbe des Regenbogens steht uns frei. Wir können alles sein. Barbie hat nicht das Monopol darauf, alles sein zu können. Ich werde die blau-rosa Diktatur stürzen. Seid ihr dabei? Dankeschön.